Herzlich willkommen auf der Konnichi 2014. Wir haben hier das erste Interview, was Otaku TV gemeinsam mit dem RP-Scene macht. Otaku TV werden einige sicherlich vielleicht kennen. Sie machen die Videos. Diesmal bin nur ich, der Drachenwolf vom RP-Scene, als Moderator da. Und als Gast haben wir Mikiko Poncheck vor Ort, die ihren letzten Band bei Tokyo Pop veröffentlicht hat. Hallo. Ja, Mikiko, wie ist es für dich, auf der Konnichi zu sein? Es ist wunderbar. Also meine allererste Con in Deutschland war tatsächlich auch die Konnichi, ich glaube 2005 oder 2006. Das heißt, für mich ist das so, ja, es ist immer sehr schön, wieder hier zu sein. Ja, so ein bisschen Heimatgefühl. Ich habe vorhin schon gesehen, als ich dich wegen dem Interview abholen wollte, du warst doch beim japanischen Künstler, hast dich damit schon unterhalten. Wie ist es so, auf einer Con auch mal in deiner Muttersprache so ein bisschen sich unterhalten zu können? Du kannst ja auch sehr gut Japanisch. Ja, es ist eigentlich wirklich toll, weil im Alltag komme ich eigentlich selten dazu, Japanisch zu sprechen. Und dann freue ich mich immer, wenn ich jemanden entdecke, der Japanisch kann. Und dann quassel ich dir auch gerne mal zu und so. Und die sind dann immer sehr überrascht, dass eine Ausländerin Japanisch kann, weil für sie sehe ich sehr ausländisch aus. Und ja, aber es kommen halt sehr interessante Gespräche dann zustande und das freut mich halt immer sehr. Das hört sich sehr gut an. Nun, wir wollen ja auch mit dir über dein neuestes Werk reden. Das ist jetzt Crash and Burn. Ja. Tatsächlich bei mir in meinem Zine hatte ich auch schon mal ein kleines Interview mit dir gemacht und über den ersten Band geschrieben. Mittlerweile, der zweite Band ist auch schon draußen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ja, genau. Also der zweite Band ist heute das erste Mal zu kaufen. Und ich bin also sehr aufgeregt, bin gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Wie kam der erste Band an? Was hast du da bisher so für Feedback, für Rückmeldung von deinen Fans erhalten? Also der erste Band ist gegangen wie warme Semmeln und ich bin total hin und weg darüber, muss ich sagen. Also die Story und auch die Zeichnungen sind eigentlich sehr untypisch für Boys Love und ich hatte eigentlich schon ein bisschen Bedenken, ob das denn ankommt, weil es ja ein Risiko war. Und ich freue mich total, dass die Leute das super gut finden und also meine Facebook-Seite, meine DeviantArt-Seite, die wird ständig zugespammt von Leuten, die mir sagen, wie toll die das finden und jedes Mal werde ich ganz emotional. Das hört sich doch gut an. Sag mal, für die bis jetzt noch gar nicht geschafft haben, meine Manga reinzusehen, welchen Charakter haben wir denn hier auf deinem Werbebanner? Ja, also das hier ist der Tyler und das ist einer der zwei Hauptfiguren und also ein bisschen der Anti-Held der Story. Also er ist sehr temperamentvoll und eher so ein der war ursprünglich mal ein Antagonist, also ein Bösewicht, der dann so nach und nach zu einer Hauptfigur sich entwickelt hat. Und ja, also er ist Punkrocker und hat ein, wie gesagt, also sehr feuriges Temperament. Hast du dich eigentlich vorher schon mit der Musik Punkrock beschäftigt oder kam das jetzt tatsächlich durch die Arbeit an dem Manga? Es kam so Hand in Hand. Ich habe allgemein gerne Metal und Rock gehört. Punkrock eher weniger, aber ich kannte es halt schon. Und durch die, die zweite Hauptfigur, der Kyle, ist eher ein Rocker und Metal-Typ. Und dadurch, dass er aber immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, habe ich mich natürlich mehr mit Punk dann beschäftigt. Und inzwischen bin ich ein großer Punkrock-Fan. Also, also es kam so Hand in Hand. Denn jetzt eher auf Englisch oder Deutsch oder auch die japanische Punkrock-Ecke? Gibt es da auch was, wo du sagst, Mensch, das ist interessant oder? Also japanische Punkrock-Bands kenne ich gar nicht so viele, eher weniger. Also in erster Linie schon so dieses Oldschool-Punk und ich höre allerdings inzwischen auch sehr viel deutschen Punkrock und den finde ich auch sehr gut. Also ich weiß nicht, wenn ich mehr japanischen Punkrock kennenlernen würde und mehr finden würde, gerne doch. Aber bisher ist mir noch nicht so viel über den Weg gelaufen. So, eine Frage, die mich zum Beispiel als männlichen Leser interessiert. Woher kommt die Faszination, im Boys-Love-Bereich etwas zu machen? also hier, Crash and Burn ist eine Ausnahme, aber ich denke allgemein im Boys-Love ist es so, dass Frauen sind in erster Linie das Publikum. Und das heißt, Frauen sehen halt gerne heiße Männer zusammen. Und das ist so ein bisschen wie Jungs mögen halt gerne zwei Damen miteinander so sehen. Ne? Und ich denke, das ist sehr ähnlich. Also man hat halt nicht die weibliche Figur, die so ein bisschen eine Rivalin darstellt, die so ein bisschen das Schöne, Sexy zwischen den zwei Herren dann und also irgendwie stört. Die ist dann nicht da,
Und also ich finde auch, dass zum Beispiel in japanischen Stories oft Frauen sehr anders dargestellt sind, als wir Frauen es gerne sehen, zum Beispiel. Und dann mögen wir es halt lieber, wenn da gar keine Frauen mit dabei sind und einfach nur heiße Typen sind. Aber im Falle von jetzt Crash and Burn war die Motivation ein bisschen anders, weil ich persönlich habe halt lange Zeit Yaoi und Boys Love gelesen und habe einfach mich ein wenig gelangweilt, weil es sehr ja, immer ähnlich abläuft. Und dann habe ich mich entschieden, einfach alles, was ich persönlich cool finde, in ein Boys Love mal reinzustopfen und zu schauen, ob das funktioniert. Und ich glaube, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke schon. Also, wobei ich entsinne mich, dass im ersten Band ja auch so zum Ende hin eine weibliche Figur mit vorgekommen ist. Und ich glaube, war die nicht sogar, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, mit einem der Protagonisten mal zusammen? Ja, genau. Also ich sehe Sexualität einfach als, ja, es ist nicht schwarz und weiß. Es ist nie so. Und ich denke, es ist ein Spektrum und manche Leute müssen halt erst experimentieren, bevor sie wirklich herausfinden, was für sie funktioniert. Und in diesem Fall war das auch so. Also dass er einfach als ein bisschen als Teenager oder so mal experimentiert hat und dann erst herausgefunden hat, das ist nichts für mich, leider. Und so passiert es halt auch manchmal und das wollte ich halt ein bisschen realistisch darstellen. Ja. Ich überlege gerade, wir haben mal beim Crash and Burn, war angekündigt jetzt auf 2 Bände, jetzt ist der 2. Band rausgekommen. Mhm. Wie steht es denn im Moment? Kannst du da schon was sagen? Gibt es die Chance zum 3. Band, wo der 1. ja schon bei vielen sehr gut angekommen ist? Also ja, eigentlich ist ja mit Band 2 abgeschlossen. Die Story, die ich erzählen wollte, ist damit erzählt. Es gibt natürlich viel Hintergrundinformationen, die ich persönlich für mich behalten habe, die es noch gibt. Theoretisch habe ich Material für den 3. Band. Das ist die große Frage, ob der Verlag das möchte und ob die Fans das möchten. Also, was soll ich sagen? Wenn ihr einen 3. Band haben wollt, dann schreibt doch einfach mal Tokyo Pop und wir können ja mal gucken. Wer weiß, was passiert. Ja, also ich würde auch sagen, das hört sich doch sehr gut an. Einfach Tokyo Pop eine E-Mail schreiben. Am besten, denke ich mal, in den Betreff wahrscheinlich Crash and Burn reinschreiben und dann einfach sagen, wir wollen gerne einen 3. Band haben. Mikiko, mach uns noch einen. Genau. Das, ja, denke ich mal, hört sich doch sehr gut an. Was mir gerade so auffällt, wo wir uns unterhalten, wir haben uns auch schon oft mittlerweile getroffen, auch gerade dieses Jahr auf den Conventions. Du hast heute mal eine Brille auf. Ja, ausnahmsweise mal. Also normalerweise laufe ich ja immer mit Kontaktlinsen und war ja auch in JMAC so zu sehen ohne Brille. Und heute ist eher so ein bisschen lässig und es ist weniger anstrengend. Und dann, ja, mal was für die Brillenfans. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, deine Autogrammstunde geht ja auch gleich los bei Tokyo Pop. Ich denke mal, es wird wieder sehr, sehr voll sein. Hoffe ich. Von daher sollten wir dich auch gleich so langsam aus der kleinen Unterhaltung hier erlassen. Was ist bis jetzt dein Plan für dieses Wochenende? Was hast du noch vor auf der Konichi? Ich habe ganz, ganz viele Signierstunden erstmal und ansonsten bin ich auf dem Manga-Markt mit einer ganz kleinen Ecke von einem Tisch und sitze da und ich verkaufe ein paar Prints und ein paar Postkarten und ansonsten versuche ich den Stress ein wenig, wie sagt man, so gering wie möglich zu halten, aber mal schauen, ob es mir gelingt. Ich werde überall abgefangen und angesprochen, also mal gucken. Das Hauptziel ist Stress, weniger Stress. So. Stimmt, wo du gerade deinen Stand erwähnst, ich vermisse die Spendendose für deine Katzen, die du jetzt neu hast. Die habe ich vergessen, aber nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Wie ist es eigentlich jetzt so? So als kurze letzte Frage. Du jetzt neu als Katzenmama, wie kam es dazu überhaupt? Also eine Freundin hat halt Katzenbabys gehabt und dann sollte ich eigentlich nur eine bekommen. Weil ich wollte eigentlich schon immer Katzen haben und dann habe ich eine bekommen und dann wollte aber eine Dame ihre Schwester nicht haben und dann wurde ich gefragt, willst du die andere auch noch haben und dann, ich sage, ach, weißt du was, wie kann man bei den süßen Dingern denn widerstehen? Ja, so ist es gekommen. Manchmal kommt es anders. Gut, da du jetzt gleich weg musst, würde ich sagen, okay. Mikiko, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du hier bist. Ich bin sehr gespannt auf den 2. Band. Und wenn ihr einen 3. Band wollt, liebe Zuschauer, ihr wisst, wie ihr an ihn rankommen könnt. In dem Sinne, Mikiko, eine wunderschöne Konnichi dir noch. Danke, euch auch. Danke.